Gut, dann hätten wir das erledigt. Hätten auch mal den Südpol kurzzeitig besichtigt. Und ja, was haben wir denn dann noch? Jetzt würde es eigentlich in die Great Lakes gehen. Denn ja, da können wir jetzt voranschreiten. Ich glaube, es würde in die Great Lakes gehen. Oder würde es jetzt schon... Ja, eigentlich würde es jetzt schon in die Great Lakes gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Gut, aber machen wir noch nicht. Wir bewegen uns erstmal ein wenig mit unserem Schiff durch die Gegend. Ich glaube, es gibt sogar eine Insel, die auf der Seekarte nicht angezeigt wird. Wobei ich mir da gar nicht so sicher... nicht mehr so sicher bin. Ah, hier haben wir eine. Neuseeland, okay. Wo ist dein Einfuhrgebiet? Ah, da. Komm her. Ich habe zwar keine Ahnung, was man da jetzt noch so findet. Aber... ja, da ist was. Okay. Wieder ein wenig Zue-Musik und Zue-Design. Und wir schauen mal, was wir hier noch finden können. Ah, hier können wir nicht durch. Das ist ein zu gefährlicher Busch. Da haben wir noch ein Kristall. Oh yeah. Immerhin. Stimmt, wir können Kristalle. Oh, wir können wieder Atomringe kaufen gehen. So, aber ansonsten war es das hier, glaube ich. Ja. Erinnert mich dran, falls ich was vergessen habe. Gut. So muss das sein. Direkt mal alles mit dem Schiff erkunden. Ja, komm, gib mir. So, das war das. Gut, dann bewegen wir uns gleich mal auf die nächste anfahrbare Insel. Australien! So, da haben wir wieder ein bisschen Zue-Model. Passt ja auch am besten zu Australien, ne? Fehlen nur die 5 Meter großen Spinnen. So, haben wir hier sonst noch was außer der Truhe dort oben? Sieht nicht so aus. Okay. Na dann, haben wir jetzt einen schönen Hut. So. Und wir erhalten... was haben wir? Komm, Kraftelixier. Oh, ein bisschen viel Taschengeld. Das ist auch nicht schlecht. Immerhin haben wir das jetzt auch. Ich meine, war ja auch kein großer Aufwand, das jetzt zu bekommen. So. Gut, was haben wir denn sonst noch? War hier auch noch was? Ja. Rechts, so. Ich kletter hier zwar eigentlich jedes Mal falsch hoch, aber ich kann mir nicht merken, was richtig war und was falsch war. Wie im echten Leben. Was richtig, was ist falsch, hä? Nein, Quatsch. So, komm, die halbe Strecke haben wir bestimmt. Oh yeah, richtig gewählt. Oh, Wasser. Oh, Durst. Was erhalten wir? Noch ein Vitalelixier. Okay, das Spiel weiß, was ich brauche. Und, oh Gott, ganz wenig Geld. Naja. Das war wieder mal eine Sprungeinlage von dem Mann mit den Gummibeinen. Keine Knochen werden hier gebrochen, kein Problem. Wir springen überall runter. Wäre ja auch ein bisschen scheiße, wenn man da jetzt echt runterklettern müsste, ne? So, gut. Das war das. Hier. Ja, der Odemfels, da gehen wir jetzt mal drauf, um drauf gewesen zu sein. Um die wunderschöne Aussicht zu demonstrieren. Jetzt hat man da eigentlich noch nicht wirklich was zu erledigen. Das dauert. Kletter! Du hast doch diese tollen Kletterwerkzeuge. So. Na los. Und da sehen wir gleich schon den Horizont, wie die Sonne untergeht. Och. Ist das nicht ein wunderbarer Ausblick? Und das hatte ich auch noch nicht, dass der Typ hier nicht steht. Normal steht hier noch so ein Männchen, das rumlabert. So, gut. Dann haben wir das auch erkundet und damit fast die Goldküste abgeschlossen. Haben wir da noch einen Wald? Ja. Möwe! Ja, ja, bring mich hin. Ich weiß noch nicht wohin, aber mach es. Wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wo mich alles hinfliegt. Vor allem, wenn man ja nicht mal mit denen reden kann und die nur fieps, fieps sagen. Aber wir sehen zu cool aus in diesem Beutel. Und wie diese Krähe sich... Krähe. Ja, Krähen sind weiß, ja. Wie diese Möwe sich anstrengen muss, um uns zu transportieren, aber dann extra 2 Runden über das Gebiet fliegen muss, ja. Was, Alaska? Du bringst uns in... Das ist doch nicht Alaska. Das ist Alaska, ja. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Wo sind wir? Ah, sind wir jetzt bei dem Ornithologen? Ich glaube, wir sind da, wo wir den Ornithologen treffen können. Moment. Hier war er nicht. Hier war, glaube ich, irgendwo... Moment, gucken wir mal kurz auf der Minimap. Ah, wir sind hier oben, okay.
Aber hier ist auch irgendwo noch jemand, den man treffen kann. Da bin ich mir relativ sicher. Ha? Okay, hier haben wir jetzt einmal eine Luranartige Stadt. Das meinte ich aber allerdings nicht. Gut, das war das. So, was haben wir denn hier? Hier muss doch irgendwo irgendwas rumstehen. Wir können doch nicht umsonst hierher gekommen sein. Na, niemals. Komm schon. Irgendwas? Okay. Ein Kraftelixier, das kommt ja wie gerufen, Leute. Oh yeah. Kraftelixiere können wir doch echt immer brauchen. Yay, ein Punkt, yay. Okay, das hatte ich jetzt aber nicht gemeint. Eigentlich meinte ich was anderes. Ah! Da haben wir doch was gefunden. Hallo, mein Freund. Ich erforsche die Zugvögel. Diese Vögel nehmen verschiedene Flugrouten, zum Beispiel Alaska und Australien, Nordamerika und Imbecilia, Nordamerika und Savannah und Südamerika und Grönland werden angeflogen. Vögel sind faszinierend. Ich wünschte. Ja, er wünschte, er wäre vielleicht auch ein Vogel. Das weiß man aber nicht, da er es nicht ausspricht. Und damals hatte ich zum ersten Mal dann von Ornithologen gehört, weil ich meine Schwester gefragt hatte, warum erforscht er bitte Vögel? Und dann hat die mir das erklärt. Das fand ich total cool. Also, dass sie mir das so erklärt hat und alles drum und dran. Wir fahren jetzt aber von hier ab, weil ich keinen Bock habe, wieder zurückzufliegen. Wir können nämlich in derselben Zeit dann noch etwas mitnehmen. Und zwar einmal Polynesien. So, komm her. Und das ist... Was ist das? Mein Freund! Du kamst hierher, um dich zu erholen, stimmt's? Du wirst dich hier sehr wohlfühlen und nichts wird dich stören. Wuff, 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 okay. Ja, Polynesien, okay. Die tropische Sonne ist heiß. Möchtest du übernachten? Ja, ich hab's nötig. Vielleicht mache ich es. Sieht gut aus. Angenehme Träume. Schlaf nicht zu lang. Ja, was könnte denn jetzt wohl passieren? So sieht's aus. Wick wurde geröstet. Wick, dein Macho-Wert steigt. Ja. Das ist eigentlich nur eine Insel für so einen klitzekleinen, ja, Unterhaltungswert. Das war's dann auch schon. So, dann machen wir, glaube ich, hier auch mal gerade einen Zwischenstopp, würde ich sagen. Oder war's da oben? Nee. Es war hier. Hier ist richtig, ja. Aber... Moment, sind wir schon... Okay, da können wir auch schon rein? Ha! Naja, zuerst wollen wir hier hin. Neo... Tokio, das muss man besucht haben, mindestens zweimal. Und da schauen wir uns dementsprechend auch mal um. Oh yeah, ein Kristall. Sehr gut. Denn es ist möglich, dass man, also, was heißt möglich? Man wird diese Stadt im späteren Spielverlauf vielleicht nicht mehr betreten können. Aber das dauert noch, bis wir an diesem Punkt angelangen. Nur, ja, wenn man da diverse Dinge nicht erledigt, dann vergisst man etwas Besonderes. Ich hoffe, dass ich dran denke, es einzurichten, weil ich es nicht gerne vergessen würde. So, hier haben wir irgendwelche Schriftzeichen. Aber keine Menschenseele. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Normal laufen doch hier irgendwelche Spackos rum. Ah, hallo. Was? Du willst mit mir ausgehen? In diesem Outfit? Na, mein Macho-Wert ist doch gestiegen. Mann. Nein, nein. Ich kann kein Deutsch. Okay. Dafür hast du das aber ziemlich gut gemacht. Was? Du willst mit mir... Nein, ich will nicht mit dir ausgehen. Sprich mit mir. Hallo. Schön, dich zu sehen. Danke für alles und auf Wiedersehen. Ah, du Spack. Man sagt, dass die Antiquitätenhändler ein wildes Tier hält. Was? Der ein wildes Tier hält. Doch niemand hat Beweise. Ruf die Polizei, wenn du etwas bemerkst. Wie, der hält sich ein wildes Tier? Aha. Um das ein für alle Mal klarzustellen. Ich halte kein wildes Tier. Hm.
Nun ja, was soll uns das auch eigentlich interessieren, ne? Diese Gegend der Stadt ist sehr verrucht. Hier bekommt man einiges geboten. Okay. Was haben wir denn hier so Schönes? Oh. Ah. Hallo, Süßer. Für die Attraktionen dieses Ladens bist du noch zu jung. Komm in ein paar Jahren wieder. Baby. Tja, das war auch so eine der Stellen, die ich, wo ich dann meine Schwester angeschaut habe und gesagt habe, hä? Was? Ja, es gibt so Altersgrenzen. Heute ist das wahrscheinlich anders. Aber damals hast du dann erstmal da, hä, soll man das jetzt verstehen? Tja. So, hier haben wir nichts Besonderes, aber wir können auch mal die Speichergelegenheit nutzen. Zack. So ist das doch schon mal toll. Naja, ja, damals war ich noch jung und unschuldig und so. Was hast denn du zu sagen? Na, du bist wieder frech wie Dreck am Weg, ja. Hm, hier müssen wir uns ein wenig umschauen. Die Musik finde ich allerdings, ja, im Vergleich zu den späteren anderen Musiken auch schwach. Aber hat halt einen gewissen Stil. Hier waren wir doch schon mal, der Typ ist aber eben nicht hier rumgelaufen, okay. Naja, soll uns nicht weiter stören. Hey, hallo, hallo, hallo. Hallo. Nicht jetzt. Ach, du Blö. So, gut. Was haben wir denn hier Schönes? Das Kunststück hier ist noch zu haben. Man könnte ein Haus bauen. Aha, könnte man das. Holt mich raus. Ich esse auch immer auf. Oh. Hey da. Hörst du mich? Bitte hilf mir hier raus. Helfen? Oder ignorieren. Wir helfen mal. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ein Sandwich, gib mir. Ich hab Hunger. Hallo? Wer isst seinen Teller nicht auf? Little Timmy. Wer räumt sein Zimmer nicht auf? Little Timmy. Keine Ahnung. Wer schläft nicht in der Nacht? Deine Mutter. Keine Ahnung. Oh, wie verschwenderisch. Ja, komm mal her. Bringt das eigentlich was, wenn ich jetzt hier das Sakralsiegel? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Lust, das jetzt anzuziehen. Ich werde dich später mit einem Fluch belegen. Ich gebe dir gleich. Willst du etwa baden? Jetzt lass dich hauen. Komm schon. Wechselst du auch ab und zu das Laken? Wie, das soll man wechseln? Okay. Okay, nicht provozieren. Ah. Verschwendung. Huh. Ist nicht nur dieses Zeug. Geh ab und zu nach Hause. Was? Oder draußen. Ich weiß es nicht mehr. Ach man, lass dich hauen. Wer isst seinen Teller nicht auf, okay? Es geht weiter. Mit diesem lustigen, kleinen Event. Komm her, du Schwein. Hui. So, aber jetzt, ach man. Wer schläft nicht in der Nacht? Ich schlaf nachts nicht. Wieso sollte man auch hier? Nachts muss man zocken. Er wird mich mit einem Fluch belegen. Ich sag mal, ey. Dem hackt's. Willst du etwa baden? Also, ich finde Baden brutal geil. Ich bade sau gerne. Wechselst du auch ab und zu das Laken? Neuer Text wäre cool. Verschwendung. Ah. Ja, das hier ist Teil eines kleinen Easter Eggs. Wenn man das hier nämlich nicht macht, kann man das Easter Egg nicht finden. Beziehungsweise wird es nicht zugänglich. Und wenn man dann noch etwas Bestimmtes vorher macht, dann kann man das Easter Egg komplett vergessen. Also nicht vor diesem Kampf, sondern bevor man hingehen könnte. Sag mal, bringt's echt was, wenn ich dieses dreckige Siegel jetzt ausrüste? Welches war's denn? So, probieren wir es einfach mal. Vielleicht treffen wir dann echt öfter. Aber ich bezweifle es einfach mal. Na komm, mach deinen Wirbelwind hier aus. Nö, der will nicht. Dem schmeiße ich gleich das Sandwich an den Kopf. Au! Der macht uns aber auch erstaunlich wenig Schaden. Hallo? Ah, da ist er. Komm schon. Ey, jetzt lass dich doch mal hauen. Mann, das ist doch nicht fair. Du ziehst das hier unnötig in die Länge, mein Freund. Ich will doch nur das Easter Egg, den Zugang zum Easter Egg ermöglichen. Ah, du Schwein! Ist doch nicht wahr! Sag mal!
Ich treffe den doch die ganze Zeit. Komm jetzt aber. Mann! Ja! Können wir dich erstmal besiegen? Wie viel Leben hast denn du? 500 oder was? Komm schon! Ah! Naja, dann müssen wir halt mal abwarten. Oh, oh, oh! Ha! Ich habe ihm Angst gemacht. Ja, da oben treffe ich dich auch so gut, ne? Sollen wir mal einen Atomring probieren? Trifft bestimmt eh nicht. Sag mal, du dreckiges Ding, du! Tja! Wieso? Ah, der ist ja unendlich lange unverwundbar. Ja, komm jetzt. Jetzt mach dich endlich mal normal. Ah, endlich treffen wir mal wieder. Juhu. Oh, yeah. Gruselgeist verzieht sich. Ja, da haben wir einen Huhn. Sprich mit dem Huhn. Vielen Dank für deine Hilfe. Ein Geist hielt mich gefangen. Ich machte im Schlafraum ein Nickerchen, als... Zitter. Niemand erhörte meine Hilfeschreie. Es war furchtbar. Wir programmieren Spiele für Nintendo. Gerade entwerfen wir ein Spiel, dessen Held wie du aussieht. Ich hoffe nur, dass es den Spielern gefallen wird. Das kannst du aber glauben. Ein Meisterwerk. Ja! Hat sich sogar schon erledigt. Wir brauchen gar nicht extra nochmal neu anfangen. Was heißt neu anfangen? Später kommen. Denn wir haben das Easter Egg gerade freigeschaltet. Quintet. Das Quintet Studio hat nämlich dieses Spiel hier programmiert. Enix war im Prinzip nur der Publisher. Und ja, da haben wir dann die Tonabteilung. Wie gefällt dir die Musik, die ich komponiert habe? Oh, die ist göttlich. Wirklich super gemacht, danke. Ich habe seit einer Woche die gleiche Unterwäsche an. Okay. Das ist jetzt nicht so geil wie die Musik, aber ne. Wer weiß, ob das stimmt. Vielleicht war das ja wirklich so. Nach Illusion of Time wird Terranigma unser nächster Kracher. Vor einiger Zeit ist mein Rasierapparat explodiert. Ach, und deswegen bist du so struppig, okay. Ja, Illusion of Time, oh, das ist auch ein, oh, göttliches Spiel. Das ist nicht euer Ernst, oder? Hallo, ich bin Aki, der Computerexperte. Ja, wahrscheinlich aber auch nur, weil du da von der Körpergröße reinpasst, ne? Hallo, ich bin Annette, ich koche Kaffee und singe dabei. Das fände ich ja auch saucool, wenn sie gut singen könnte. Geh weg, Pinguin! Mach mal 2 Tage Urlaub. Das hast du dir einfach verdient. Was? Hä? Ich arbeite gar nicht hier. Ich bin zum Leben erwacht. Ich bin euer Produkt. Das Büro. Ich bin Larry. Ich zieh mich immer wie so ein Pirat an oder so. Der Praktikant. Von mir wird man noch viel hören. Larry. Meh. Auf geht's. Im nächsten Monat habt ihr 2 Tage frei. Schafft was. Wie gemein. Was sagt die Schildkröte? Dies ist das Schmusetierchen von Annette. Okay. Das ist mein Arbeitszimmer. Hier entstanden die besten Szenen des Spiels. Aber hier ist ziemlich einsam. Hilf mir doch bei der Arbeit. Okay, ich schmeiß dir die Schildkröte an den Kopf. Wie wäre das? Oder ich telefoniere die ganze Zeit. Ach man. Ja, hier hat sich Quintet selbst eingebaut. Eine kleine Hommage an das Spiel. Eine sehr große jetzt hier bei den Hühnern, aber naja. Und das passiert nur, wenn man halt eben diesen Geist in der Mülltonne anlabert, bevor etwas Bestimmtes in dieser Stadt passiert. Ich habe bereits damit begonnen, dein Spiel zu programmieren. Das Spiel wird Terranigma heißen. Abgefahrener Name, nicht wahr? Ein göttlicher Name. Herr Miyazaki ist der Autor des Spiels, ein echter Freak. Man sagt, er sei als Kind vom Wickeltisch gefallen. Na, dann ist es ja nicht so wirklich schlimm, wenn er damit so etwas produziert. Das nächste Spiel heißt... Ups, das darf ich nicht verraten. Ah, warum? Warum, Quintet? Ihr hättet noch 10 Spiele machen sollen. Von euch hätte ich gerne mal Next-Gen-Spiele gesehen. Ob ihr dann dem Stil treu bleibt oder auch auf diesen Hype aufspringt, wo alles nur noch Action ist. Nein. So ein Studio hätte wirklich behalten bleiben müssen. Erhalten bleiben müssen, so. Hallo, ich entwickle gerade einen Katastrophenplan. Am liebsten laufe ich barfuß durch die Gegend. Hi,
Ich bin Hans. Ich esse alles. Hast du etwas? Ich habe eine Orchidee, aber die kriegst du nicht. Schlafzimmer. Hallo, ich heiße M. und arbeite in der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Hier müffelt es ein wenig. Die Programmierer schlafen hier. Gib mir das Sandwich. Gib mir das Sandwich. So geht das aus, wenn man dreckige Sandwiches vom Boden frisst. Naja, gut. Haben wir ja jetzt sogar schon das Easter Egg eingepackt. Das freut mich ja. Dass wir das auf jeden Fall nicht mehr vergessen können. Super. So, was haben wir denn hier noch für Gebäude?